Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Metropolis Box von Kaichon. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Metropolis von Kaichon, das Ganze am 28. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 9. Album der Band. Wir haben hier eine riesengroße Box, von der Dimension her ungefähr so in der Größe einer Schuhschachtel. Und dann würde ich sagen, als erstes machen wir mal die Folie ab. Das Ganze ist hier komplett in Plastik natürlich eingeschweißt, in Folie. Werden wir mal hier aufschneiden. So, und das ist die Box. Also, wir lesen hier oben den Namen der Band Kaichon, darunter den Albumtitel Metropolis. Und dann haben wir hier so einen Totenkopf, so einen Schädel abgebildet in Schwarz, Rot und Blau. Dann gibt es hier noch so grüne Blitze oder Farbsprenkel. Und dahinter sehen wir dann noch so eine düstere Stadt mit jede Menge Fabrikanlagen und Abgasen. Also das ist dann scheinbar die Stadt Metropolis. Ansonsten hier alles recht düster in Schwarz mit so einzelnen Farbsprenkeln auf der Unterseite. Und auf dem Boden der Box sieht das Ganze so aus. Hier lesen wir auch wieder Kaichon Metropolis. Dann haben wir das klassische Blitzkreuz, die Labels, die Logos und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es ist tatsächlich auch so von der ganzen Gestaltung her ein bisschen schuhschachtelähnlich, denn der Deckel erinnert auch stark daran. Den kann man hier auch abnehmen. Und dann kommen wir zum Inhalt. So, als erstes haben wir hier Verpackungsmaterial, also so schwarzes Papier, dass die Box etwas besser gefüllt ist und dass die Inhalte nicht so rumfliegen. Dann haben wir hier ein zusammengerolltes Poster, auch wenn es hier so eine kleine Macke drin hat. Also ein zusammengerolltes Poster. Als zweites eine riesengroße Figur, eine Wackelkopffigur. Das Album an sich. Eine Einbürgerungsurkunde. Und dann haben wir hier noch Poster mit dabei. Ja, ich glaube, das war's. Sonst ist hier nichts weiter drin. Box von innen, wie wir sehen, schwarz. Packen wir mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Ist auch der einzige Inhalt, der hier wirklich noch eingeschweißt ist. Alles andere kommt hier ohne. So, also, das ist das gute Stück. Metropolis. Wir werden auch hier mal die Folie aufschlitzen. Und dann schauen wir uns das an. Also, das Album kommt hier in einem Digipack. Sieht so aus wie auch das Boxcover. Auf der Seite lesen wir Kaichon, Metropolis und die Nummer. Und auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier 12 Tracks. 6 links, 6 rechts. Dann hier wieder die Beteiligten. Barcode. Okay. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes geht es natürlich zum Booklet. Das kommt hier links in dieser Stecktasche. So, was haben wir hier? Heftige Abbildungen, heftige Zeichnungen. Also hier so eine, ja, sieht für mich ein bisschen nach einer schwangeren Frau aus, mit so einem blutverschmierten Schwert. Dann die einzelnen Tracks, Wort für Wort abgedruckt. Auf jeden Fall sehr dick die Seiten, gefällt mir gut. So, dann sehen wir hier einzelne Aufnahmen. Ich glaube, hier sitzt jemand auf dem elektrischen Stuhl. Hier sitzt jemand im Rollstuhl mit Plastik über dem Kopf. Also sehr brutales, sehr heftiges Artwork, so wie man es von den Herrschaften kennt. Hier die Band. Weitere Lyrics, weitere Tracks. Dann das Riesenblitzkreuz, das hier auf die Stadt niederfährt. Weitere Aufnahmen. Und das ist, glaube ich, die Figur, die uns dann noch erwartet. Und das ist, glaube ich, auch dieses Wesen, diese Gestalt, die uns hier auf dem Cover entgegenkommt. Passend hier zum Track, das ist
Gottficker. Also ich glaube, diese Figur heißt tatsächlich so. Mit der Kettensäge. Ja, die ist hier auf jeden Fall präsent im Artwork. Hier auch wieder jede Menge Schädel. Und zum Abschluss die letzten Lyrics und natürlich die Album-Credits. Gut, das war's. Zum Abschluss gibt's noch das Blitzkreuz. Packen das Booklet wieder zurück. So sieht das hier aus. Und von innen dann einmal rechts das Bandfoto. Alle fünf Herrschaften hier mit Name und Funktion. Und hier gibt's dann die CD. Das sieht so aus. In Schwarz-Weiß und Orange. Und hier lesen wir auch wieder, willkommen in Metropolis. So, wunderbar, CD somit erledigt. Wir kommen zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier, ich glaube es ist nicht nur eins, es sind mehrere Poster, die hier zusammengerollt wurden. Jawohl. Eins, zwei, drei, vier, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Also, Nummer eins ist hier wieder das Cover. Mit dem Schädel des Gottfickers. Oben wieder Albumtitel plus Band zu lesen. Es rollt jetzt natürlich noch ein, weil es die ganze Zeit in der Box so gelegen ist. Aber wenn man es dann mal entsprechend glatt hat, dann sieht das so aus. Dann haben wir ein zweites Poster. Das ist dieses hier. Auch hier wieder der gute Mann zu sehen oder die Gestalt zu sehen. Hier steht sogar unten Gottficker. Hier mit Kettensäge und roter Lederjacke. Also sehr blutrünstig, das Artwork. Nächstes ist dieses hier. Gut, wir machen die mal zur Seite, weil die sich die ganze Zeit wieder einrollen. So. Dann hier der Wald. Und das vierte Poster ist dieses hier. Hier lesen wir einfach Metropolis und das Ganze ist hier so mit schwarzen Farbklecksen auf weißem Untergrund. So, das war's zu den vier Postern. Die haben gar keine Knicke, das ist schön, aber es ist natürlich etwas nervig, dass sie sich immer zusammenrollen. Also die muss man erst einmal glatt machen. Dann haben wir hier einen Faltplan, so eine Stadtkarte, eine Karte von Metropolis. Lesen wir hier auch, Magna Carta Metropolis. Also hier ist scheinbar der, was lesen wir hier, Sarggarten, der Blutsee, die Fabrik, Satanas Miser, was auch immer hier steht, Miserereorum, der Wald und hier oben lesen wir auch nochmal Willkommen in Metropolis. Ja, also passend zum Artwork, auch hier diese Stadtkarte sehr, sehr düster gehalten. Also in Metropolis möchte ich jetzt nicht unbedingt wohnen, aber genau da kommen wir zum nächsten Inhalt der Box. Und zwar habe ich hier tatsächlich eine Einbürgerungsurkunde. So, was lesen wir hier? Wir beehren uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zufolge Ihres Antrags nun mit allen Pflichten und Ehren vollwertiges Mitglied und Bürger von Metropolis sind. Vorname, Familienname, Geburtsname, geboren am Inn. Hat mit dem Zeitpunkt der Aushändigung dieser Urkunde die metropolische Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erworben. Die Einbürgerung ist unumkehrbar und erstreckt sich auf alle Nachfahren des Eingebürgerten. Ort, Datum im Auftrag von Caichon. Ja, gut, kann man sich dann entsprechend aufhängen, einrahmen, wie auch immer. Und natürlich dann mit seinen persönlichen Daten hier befüllen. Rückseite ist weiß, das Ganze ist so aus etwas gehärtetem, gestärktem Papier, A4. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier in meinen Augen das Highlight neben dem Album. Und zwar diese riesen Wackelkopf-Figur. Kommt hier in so einem Karton. Gottficker lesen wir hier. Auf der Seite Caichon Metropolis. Dein Ende wird mein Anfang sein. Und hier oben geht das dann auf. Also wir können hier den Deckel aufklappen. Und dann haben wir hier so zwei Plastikteile, in denen der gute Gottficker uns entgegenkommt. So, und das ist dann die Figur. Also, wie gesagt, Totenkopf, rote Lederjacke und Kettensäge.
So sieht das aus. Ich werde die mal ganz rausnehmen. Die wiegt echt einiges. Also alleine hier das Podest, diese Plattform, die ist sehr massiv, quadratisch. Dann haben wir hier die Kettensäge mit beiden Händen fest umklammert. Schwarze Hose, rote Lederjacke hier mit diesen Spikes, mit diesen Stacheln auf den Schultern. Hier hinten lesen wir wieder Gottficker. Und dann haben wir noch das Blitzkreuz. Und dann natürlich den blutverschmierten Totenkopf. Und wie wir sehen können, der wackelt ganz schön. Wie gesagt, eine Wackelkopffigur. Ja, die kann man sich dann entsprechend ins Regal stellen oder natürlich auch in der Arbeit, im Großraumbüro, auf seinem Schreibtisch. Das kommt sicher auch gut an bei den Kollegen. Und dann wissen die gleich, was hier los ist. Gut, dann packen wir den Gottficker wieder zusammen. Und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Wackelkopffigur, die kommt hier in diesem Karton. Dann haben wir die Metropolis Einbürgerungsurkunde. Wie gesagt, Größe DIN A4. Dann die Stadtkarte im Querformat. Die vier Poster, die sind hier alle, also hier sind 2, 3 und 4, alle zusammengerollt. Und natürlich das Album an sich, das kommt hier im Digipack. Metropolis mit insgesamt 12 Tracks. Ja, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box. Metropolis von Kaihon. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kaihon unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.